Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction zu einem weiteren GameStar-Video. Link in der Videobeschreibung. Und zwar haben die einige Spiele zusammengetragen, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. Ich bin mal sehr gespannt auf die Liste und ich bin sehr gespannt, was so eure Liste betrifft. Ballert mir gerne mal eure Most Wanted-Spiele in die Kommentare, auf die ihr euch dieses Jahr noch freut. Gerne ein Däumchen da lassen als Unterstützung. Ihr wisst ja, Support ist Game Mode und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich kleiner Hinweis auf das Gewinnspiel von meinem Partner Instagaming. Link in der Videobeschreibung. Da ist aktuell Summer Sale. Ich würde sagen, genug gelabert. Let's go! Das Spielejahr 2022 macht es sich momentan recht gemütlich. Die Blockbuster-Quote ist bis auf ein paar Ausnahmen verbesserungswürdig. Glücklicherweise erwarten uns bis Weihnachten aber noch ein paar vielversprechende Hitkandidaten. Deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick auf einige der großen Hoffnungsträger der zweiten Jahreshälfte. Ja, kann ich jetzt schon mal sagen, sehe ich ähnlich. Für mich gibt es so 2, 3, 4 Highlight-Games, aber ansonsten, ja, ist okay. Los geht's gleich in wenigen Tagen mit Stray für PC und die PlayStation-Konsolen. Die ungewöhnliche Hauptrolle übernimmt hier eine Katze, die in einer Cyberpunk-Welt einen Weg nach Hause sucht. Als rucksacktragende Mäusefängerin durchstreifen wir eine fremde Stadt, die von Robotern bewohnt wird. Unser Ziel ist es, dem Großstadtdschungel irgendwie zu entkommen. Dazu lernen wir die Blechbürger besser kennen, erkunden die verwinkelten Gassen und lösen verschiedene Geschicklichkeits- sowie Logikrätsel. Mit seiner wirklich sehr schönen Grafik und natürlich auch der besonderen Spielfigur hat Stray schon seit der ersten Ankündigung für Interesse gesorgt. Jetzt muss die finale Version aber auch inhaltlich überzeugen. Ja, das Spiel hatten wir jetzt schon durchgespielt. Jetzt, wenn ihr das seht, habe ich ja schon das Let's Play beendet. Cooles Spiel, war nett, war spaßig auf jeden Fall. Dieses Video wird euch präsentiert von Noah's Harp. Ja, Werbung. Planeten frei zu erkunden, egal ob zu Fuß, mit Jetpacks. Ist das ein Handygame? Weg. Es sei denn, ihr wollt mich auch bezahlen, dann guck ich mal näher rein. Große Rollenspiele sind 2022 besonders rar gesät. Xenoblade Chronicles 3 will da zumindest ein bisschen entgegensteuern. Das JRPG soll einerseits die Geschichte der beiden Vorgänger zusammenführen und andererseits mit einer eigenständigen Handlung epischen Ausmaßes überzeugen. Wie für die Serie üblich, bewegen wir uns wieder auf den Körpern von gigantischen Titanen fort und erkunden einzigartige weitläufige Open-World-Regionen. Die Entwickler versprechen zudem viele Verbesserungen am Kampfsystem. Beispielsweise können wir uns kurzfristig in mächtige Kreaturen verwandeln und so Spezialangriffe nutzen. Eigentlich hätte das Spiel übrigens erst im August rauskommen sollen, doch der Termin wurde ungewöhnlicherweise vorgezogen, in diesem Fall auf den 29. Juli. Ja, okay. Grundsätzlich eigentlich ein interessantes Spiel für mich. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt, auch wenn ich sie jetzt... ich habe die beiden. Ich habe beide Vorgänger auf jeden Fall jetzt auf der Switch. Aber, ja, soll natürlich auch sehr umfangreich sein. Bisher leider noch nicht dazu gekommen. Aber er sagt ja, irgendwie hat der dritte Teil auch eine eigenständige Story. Aber trotzdem wäre es natürlich besser, wenn man 1 zu 2 spielt, oder? Aufbaufans, aufgepasst. Mit Farthest Frontier startet am 9. August eine mittelalterliche Siedlungssimulation in den Early Access auf Steam. Und dieses Spiel hat sich einiges vorgenommen. Statt riesiger Metropolen konzentrieren sich die Entwickler von Grim Dawn bei ihrem neuen Projekt allerdings auf übersichtliche Dörfer mit feingliedrigen Produktionszyklen. Felder müssen richtig bewirtschaftet werden, ansonsten drohen Missernten. Und auch Krankheiten, Tiere oder das Wetter können zum Problem werden. Nahrung kann verderben, wenn sie nicht rechtzeitig verbraucht wird. Und die Wirtschaft bricht schnell zusammen, wenn es an einem Nadelöhr, an einer wichtigen Ressource fehlt. Farthest Frontier will aber mit vielen Einstellungsmöglichkeiten dafür sorgen, dass der Schwierigkeitsgrad variabel ist und sowohl Profis als auch Anfänger anspricht. Die Version 1.0 ist dann übrigens für irgendwann im nächsten Jahr geplant. Okay, eigentlich mag ich Aufbauspiele ganz gerne, aber dadurch, dass die bei mir einfach nicht auf YouTube laufen, noch nie, obwohl, ja, hier und da habe ich es schon mal probiert, aber die sind nie gelaufen, spiele ich die privat auch nicht. Das einzige Spiel, was ich die letzten Jahre immer wieder mal gespielt habe, aufbaumäßig, war Cities Skylines. Ja. Und das war geil. Das war geil. Am 9. August gibt es aber noch ein weiteres spannendes Spiel für Aufbaufans, obwohl bei Two Point Campus wohl letztlich eher das Management im Vordergrund steht. Schließlich sollt ihr im Nachfolger zu Two Point Hospital eine Universität aufbauen und verwalten. Und wie schon beim Krankenhausvorgänger nimmt sich auch der Hochschulableger einige kreative Freiheiten bei der Umsetzung des Szenarios. So stehen jede Menge alberne Unterrichtsfächer und Freizeitaktivitäten für die Studierenden auf dem Programm. Und wenn das Spiel ein ähnlich großer Erfolg wie Two Point Hospital werden sollte, können wir uns nach dem Release wohl auf jede Menge Erweiterungen einstellen. Two Point Hospital war ganz cool. War ganz cool, hab ich auch mal reingespielt. War ganz geil eigentlich. Ja, war lustig auf jeden Fall. Ja, aber ja, keine Ahnung. Habt ihr das mehr gezockt vorne? Dazu kann ich wie gesagt nicht so viel sagen.
Hier schon eher. Die Saints Row-Reihe mit jedem Serienteil bislang immer abgedrehter wurde, besinnt sich das Entwicklerteam von Volition mit dem Reboot auf etwas mehr Bodenständigkeit. Das heißt aber nicht... What? Bodenständigkeit? Das sah für mich aber nicht so aus. Dass die Open-World-Action jetzt sonderlich realistisch ist. Schließlich stürzen wir uns nach wie vor in aberwitzige Missionen und fliegen sogar mit Kampfhubschraubern über die Innenstädte, um letztlich unser eigenes Gangster-Imperium aufzubauen. In der Neuauflage steuern wir unsere kriminellen Machenschaften sogar von einem War-Table aus, über den wir dann auch die eroberten Gebiete managen und festlegen, welche kriminellen Geschäfte dort fortan ablaufen sollen. Unkomplizierte Action wird aber weiterhin im Vordergrund stehen. Das klang jetzt so ein bisschen wie der Parte 2, falls ihr die Spiele gespielt habt. Parte 2 war echt ein cooles Game. Ja, Saints Row, ja, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, denn so das erste, die ersten Trailer, die ersten Bilder, sag ich mal, die man davon gesehen hat, war ich ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, Alter, das sieht irgendwie aus wie Watch Dogs Legion 2.0. Obwohl ich die Saints Row Spiele eigentlich ganz gerne mag. Auch schon den ersten, der war richtig geil damals. Weil die haben sie damals dann die Zeit genutzt, weil alle haben auf das nächste GTA gewartet für die Next-Gen-Konsolen und dann sind sie einfach um die Ecke gekommen. Und das hat mich so geflasht damals, die Optik auf der 360. Geil, der zweite Teil auch nochmal viel brutaler und so. Dritte Teil ist dann natürlich komplett abgedreht und der vierte nochmal mehr. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Es könnte vielleicht ganz spaßig werden. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Was haltet ihr von dem Saints Row? So vom Artstyle her ist es jetzt nicht unbedingt so spektakulär, aber so vom Spaßfaktor könnte das ganz geil werden, glaube ich. Vielleicht. Total War vielleicht. Warhammer 3 kam zwar schon am 17. Februar raus, aber das, worauf sich viele Fans wirklich gefreut hatten, das fehlt noch immer. Die Rede ist von der Immortal Empires Kampagne, ein Weltkartenzusammenschluss aus allen drei Warhammer-Strategiespielen, der auch alle Völker zusammenbringt und für völlig neue Freiheiten abseits der vorgegebenen Kampagnen sorgt. Dieser Modus war schon bei Warhammer 2 das eigentliche Herz des Spiels und deshalb waren einige Fans auch sehr enttäuscht, dass Creative Assembly sich so viel Zeit mit der Veröffentlichung der kostenlosen Erweiterung für Teil 3 lässt. Aber jetzt ist das Warten ja bald vorbei, denn ab dem 23. August gibt's den ultimativen Warhammer Clash für alle Käufer der Total War Warhammer 3 Vollversion. Also haben die jetzt einfach nur eine Erweiterung angenommen? Ja, Total War habe ich hier und da mal gespielt. Ich glaube, was war denn der erste Teil? Napoleon, irgendwas mit Napoleon, kann es sein, das ist ja ewig schon her. Und was ich auch sehr cool fand, war Shogun, aber das habe ich auch nicht lange gespielt. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da nicht so richtig reingefuchst. Nie so richtig. Mit Warhammer Vermintide bewegt... Oh, da habe ich Bock drauf. Alter, da habe ich Bock drauf. Auf das Game habe ich richtig Bock eigentlich. ...ist das Entwicklerstudio Fat Shark, das es Koop-Action ziemlich gut beherrscht. Nach Teil 2 wechseln die Schweden jetzt aber das Setting, nicht jedoch das Franchise. In Darktide hämmern und ballern wir uns nämlich mit bis zu 3 Mitspielern durch düstere Science-Fiction-Level voller Dämonengesocks im 40k-Universum. Es stehen 4 Klassen zur Auswahl, allerdings könnt ihr euch diesmal einen ganz eigenen Charakter stellen und auch die Waffen sind nicht mehr so streng an die Klassen gebunden. Im Gegensatz zu den Quasi-Vorgängern soll es diesmal auch schneller Missionsnachschub geben, weil die Level nicht mehr fest mit den Aufträgen verknüpft sind und so schneller neue Missionen in bekannte Gebiete eingebaut werden können. Insgesamt bleibt Fat Shark aber seinem Erfolgsrezept treu und konzentriert sich auf Kämpfe zumeist gegen große Gegnerhorden. Diesmal steht dabei aber auch der Fernkampf viel mehr im Gameplay-Mittelpunkt. Am 13. September kommt das Spiel für PC und die neuen Xbox-Konsolen raus und landet dann auch gleich im Game Pass. Ja, ey, da habe ich Bock drauf. Das ist so ein Spiel, das geht so ein bisschen in die Left 4 Dead-Richtung. Vermintide, hießen die Vorgänger Vermintide mit V? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die schon spaßig. Ich glaube, den ersten oder den zweiten habe ich ein bisschen gezockt. Aber auf den habe ich Bock. Wie gesagt, wie er schon selber gesagt hat, jetzt hier, der kommt direkt in Game Pass. Auch da, Freunde, Hinweis auf meinen Partner. Ich glaube, aktuell kannst du 40% sparen beim Game Pass. Für 3 Monate und dann zahlst du, glaube ich, also 3 Monate Game Pass, glaube ich, 8 Euro oder sowas im Schnitt pro Monat, irgendwie so. Hier ist übrigens das nächste Spiel, da habe ich auch richtig Bock drauf. Da habe ich auch richtig Bock. Der Überraschungshit A Plague Tale Innocence wird am 18. Oktober mit A Plague Tale Requiem fortgesetzt. Für den zweiten Teil vertraut das Entwicklerteam von Asobo wieder auf das Duo aus Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo. Die beiden müssen sich erneut durch einen düsteren Mittelaltermorast quälen, bekommen diesmal aber auch farbenfrohere Regionen im Mittelmeerraum zu sehen. Außerdem sind die Rattenschwärme noch größer geworden und auch Hugos Kontrolle über die Tiere nimmt neue Ausmaße an. Zwar erinnert dabei vieles an den bereits sehr guten ersten Teil, das Sequel soll insgesamt aber größer werden. Das gilt sowohl für die Spielzeit als auch für die einzelnen Levelareale, die uns mehr spielerische Freiheit gewähren sollen. Letztlich dürfte am Ende aber entscheidend sein, ob es den Entwicklern erneut gelingt, eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Also für mich braucht das Spiel gar nicht viel größer werden. Ja, obwohl,
Ja, also ich sag da nicht nein, so, ja, wenn sie es gut hinbekommen, sage ich da auf jeden Fall nicht nein, aber der Vordergrund im Vordergrund steht auf jeden Fall die Story. Ja, also das Spiel war jetzt nicht voll geil wegen den Level oder wegen dem Gameplay, das war eher so schwammig im Stealth-Genre, sag ich mal. Aber die Story, die Charaktere, die Atmo war schon sehr cool, fand ich. Ja, hat schon Spaß gemacht. Am 21. Oktober soll es endlich soweit sein. Nach vielen Verschiebungen erscheint das lang erwartete Horrorspiel Scorn für PC und die neuen Xbox-Konsolen. Noch gibt es allerdings ein paar große Fragezeichen rund um diesen optisch faszinierenden Titel, nämlich ob der spielerische Kern mit seinen langsamen Kämpfen, Labyrinth-Leveln und Umgebungsrätseln tatsächlich gut funktioniert oder ob hier die eindrucksvolle Optik das einzige Highlight bleibt. Die biomechanische Spielwelt von Scorn ist aber auch ein wirklicher Hingucker. Die bisher veröffentlichten Bilder und Videos zeigen jedenfalls einen so schönen wie ekligen Alien-Traum. Ja, wie er schon sagt, ey, das ist auch ein Spiel, auf das man schon ewig wartet. Seit Jahren ist es immer wieder im Gespräch, weil es so optisch geil aussieht. Auch das Spiel kommt direkt in Game Pass. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Da bin ich mal gespannt, ob das so cool ist, weil, wie gesagt, das sind immer so Spiele, die sind seit Jahren, wie gesagt, geistern sie durch die Presse und immer wieder neue Trailer und Gameplay hier und so. Aber ob das denn am Ende so mäßig den Hype gerecht wird oder auch diese Erwartungen, sag ich mal, das ist immer so die Frage, ne? Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty. Dieses Mal ist Infinity Ward wieder als Lead-Entwickler dran und setzt das Modern Warfare Reboot fort. Große spielerische Neuerungen wird es aber nicht geben. Das Entwicklerteam will vor allem kleinere Stellschrauben anpassen. Die Fahrzeuge werden überarbeitet und die Multiplayer-Macken des Vorgängers will man glattbügeln. So sollen die Maps deutlich besser auf die jeweiligen Mehrspieler-Modi ausgelegt sein. Dazu gehört auch der Free-to-Play-Ableger Warzone, der kurz nach Modern Warfare 2 in Version 2.0 erscheinen soll. Beim Singleplayer wird es ebenfalls die bekannte Bombastkost geben, die uns als Teil einer Spezialeinheit quer über den Globus jagt. Ach so, also Warzone 2 kommt gar nicht direkt zum Release, sondern es dauert ein bisschen, oder wie? Ja, ey, hab ich schon in meinem Reaction-Video zum Gameplay gesagt, auf die Story freue ich mich extrem. Der 2019er Modern Warfare-Teil, der war im Singleplayer richtig geil, der war richtig geil, sehr intensiv, sehr düster, sehr brutal. Und das erwarte ich mir vom zweiten Teil jetzt auch. Also, dass diese Qualität erreicht auf jeden Fall. Und dann haben wir eine richtig geile Singleplayer-Kampagne. Ja, Multiplayer, hast du drei gute Runden, bis dann Matchmaking des Grauens reinkickt. Warzone 2, ich denke mal, da werde ich mal auch mal reinzocken, aber ach, keine Ahnung, das ist alles so verschwitzt. Junge, anstrengend. Wer sein Horrorspielerlebnis gerne mit Survival-Aspekten kombiniert, könnte mit Sons of the Forest glücklich werden. Wie schon beim extrem beliebten Vorgänger The Forest stürzen wir wieder in einem Wald ab, wo wir es mit einem Stamm von Kannibalen und anderen Monstern zu tun bekommen. Das Überleben ist hier nur möglich, wenn wir mit den begrenzten Ressourcen des Waldes geschickt umgehen und auch unsere selbstgebaute Behausung ausreichend verteidigen können. Laut Entwickleraussagen soll dabei diesmal die Gegner-KI schlauer reagieren. So lernen die Kannibalen mit der Zeit dazu und nutzen geschickt unsere Schwächen aus, wenn wir nicht aufpassen. Soweit zumindest der Plan. Einen taggenauen Release-Termin gibt es aber leider immer noch nicht. Das Spiel wurde ja zuletzt von Mai auf Oktober verschoben. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Aber jetzt stand da nur PC. Kommt es diesmal nicht direkt für Konsole raus oder was? Weil ich habe mir das auf dem PC geholt, damals ja auch ein paar Videos gemacht. Und dann irgendwann mal Jahre später auf der PlayStation auch da nochmal Koop gespielt. Das hat sich echt gut gesteuert auf jeden Fall. Das ging easy klar. Aber ja, muss ich mal schauen, ob das mein PC klar schafft. Ich weiß nicht, ey. Ich brauche langsam einen neuen PC, Alter. Meine 1080er, die ist auch irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, das ist so veraltet irgendwie mittlerweile. Ja, Sons of Forest an sich schon interessant für mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ob ich das zocken werde, wir werden sehen, wir werden sehen. Das werde ich auf jeden Fall zocken. Braucht ein Spiel wie The Last of Us wirklich schon ein Remake? Sony und Entwickler Naughty Dog sind da der Meinung, ja, braucht es. Anfang September erscheint deshalb die Neuauflage des düsteren Dramas, in dem wir eine Teenagerin durch die Postapokalypse lotsen, um ein Heilmittel gegen einen Zombie-Pilzvirus zu finden, vorerst exklusiv für die PlayStation 5. Die eh schon tolle Optik des 2011er PS3-Klassikers und dessen PS4-Remasters von 2014 soll im Remake noch detaillierter werden. Auch wenn sich bislang gezeigt hat, dass diese Unterschiede erst im direkten Vergleich so richtig krass auffallen. Die Entwickler wollen aber auch spielerisch das etwas angestaubte Gameplay 1x1 aus Erkunden, Ballern und Schleichen erneuern und an moderne Gepflogenheiten anpassen. Ob das ein Neukauf für Kenner des Originals rechtfertigt, muss wohl jeder für sich entscheiden. Neueinsteiger bekommen aber die Gelegenheit, eine toll erzählte Geschichte mit glaubwürdigen Figuren in nochmal hübscherer Verpackung zu erleben. ja, habe ich ja schon ein Video zu gemacht. War sehr hitzige Diskussion in den Kommentaren, sehr viele Vollspastis wieder, die nicht verstehen, was ich gesagt habe. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ja,
Was soll ich dazu sagen? Ich will mich nicht jetzt wiederholen, weil mir geht's wirklich. Also die Diskussion ist unfassbar, unfassbar. Doppelt und fünffach erklären und trotzdem sind so viele Dullis unterwegs, die einfach nicht verstehen, was man sagt. Aber ja, gut, dafür gibt's ja den Blockbutton, ne? Gut, dafür ist er da. Super. Machen wir weiter. Ihr habt Elden Ring bereits durchgespielt und lechzt nun nach noch mehr Souls-like? Dann werft mal einen Blick auf Steel Rising. Spiders, die Entwickler von Greedfall, schicken euch da in eine alternative Version der Französischen Revolution. Statt gegen Menschen kämpft ihr hier nämlich gegen Roboter und seid auch selbst so eine Maschine. Im Auftrag von Marie Antoinette sollt ihr den verrückt gewordenen König aufhalten und kämpft euch dafür in einer langen Nacht durch Paris. Nach und nach schaltet ihr Fähigkeiten frei, die neue Wege eröffnen, beispielsweise eine Ramme, um bröckelige Wände einzureißen und einen Greifhaken. Genretypisch gibt es aber natürlich auch herausfordernde Bosskämpfe. Ja, Steel Rising habe ich auf jeden Fall auch im Auge. Allgemein, die nächsten Monate kommen schon wieder so viele Souls-Klone, alter Freunde. Steel Rising könnte vielleicht gut werden. Greedfall habe ich nicht gespielt, soll ja eigentlich ein ganz cooles Double-A-Rollenspiel gewesen sein. Es ist halt problematisch. Wir hatten dieses Jahr Elden Ring. Ja. Und die ganzen anderen From Software-Spiele und bisher kam kein einziges ran. Kein einziges ran. Sie versuchen es immer wieder, aber ja, keine Ahnung. Steel Rising, ich weiß nicht, ob ich wieder bereit bin für so ein Game, weil Elden Ring war schon absolute Spitze. Keine Ahnung. Aber die nächsten Jahre hier, Lies of P zum Beispiel, soll es dieses Jahr auch noch kommen oder kommt es eher nächstes Jahr? Dieses Pinocchio Dark Souls-Spiel. Dann gibt es noch. Alter, da könnte ich auch mal eine Reaction machen. Das sah auch ganz cool aus, ob das kommt. Lost Soul Aside oder sowas. Dann haben wir Black Myth Wukong, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Dann haben wir irgendwas mit so TH-Tü, irgendwas, wo auf diesem Cover so ein Typ ist, wie so ein Pestdoktor vor ein paar Jahrhundert Jahren. Es gibt so viele Souls-like-Spiele, die schon wieder in einem Pipeline sind. Ich hab keine Ahnung. Die Leute versuchen es halt immer noch, ja. Aber ja, wenn sie gut sind, dann sind sie gut. Dann ist ja auch okay so, ne? Die XCOM-Entwickler arbeiten gerade an einem rundenbasierten Taktikspiel mit Marvel-Helden. Also, ist das dann Marvel-XCOM? Naja, ein bisschen oder ein bisschen nicht. Mensch, du, das war ja ein Knaller, du, Mensch, du. Nach dem Video werde ich mal erstmal meine Bauchmuskeln spüren, weil ich so am Lachen war gerade. Ich stelle mich kurz stumpf, Alter. Es wird zwar auch in Runden gekämpft, aber Marvel's Midnight Suns kombiniert die Schlachten auch noch mit einem Kartensystem und setzt zudem stärker auf Rollenspielaspekte. So unterhalten wir uns zwischen den Missionen mit den anderen Helden und bauen so richtige Freundschaften auf. Mit dabei sind bekannte Figuren wie Wolverine, Iron Man und Blade. Unsere Hauptfigur ist jedoch eine Eigenkreation, die wir selbst designen und mit Superkräften ausstatten. Und grundsätzlich Bock, weil die XCOM-Spiele, die letzten, sind richtig geil. Dann Marvel mit drinnen, Karten vielleicht, auch ganz cool, das Kartenspielsystem so. Ja, ist halt die Frage, wie ist die Story, ne? Es ist halt die Frage, ne? Ja, könnte cool werden, warum nicht? Und weiter geht's mit Superhelden. Wir wechseln allerdings von Marvel rüber zu DC und eine schlechte Nachricht gleich voraus: Batman ist tot. Und so müssen nach dem Ableben des Dunklen Ritters seine Sidekicks Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood in Gotham Knights für Ordnung sorgen. Denn die Millionenstadt Gotham ist nach wie vor ein gangsterverseuchter Moloch und braucht Beschützer. Das neue Spiel der Macher von Batman Arkham Origins erinnert natürlich stark an die Arkham-Spiele von Rocksteady, spielt aber in einem eigenen Universum. Und ihr könnt das gesamte Spiel entweder allein oder zu zweit im Koop erleben. Jeder der vier spielbaren Nachwuchs-Batmans lässt sich dabei auch noch weiter individualisieren und aufleveln. Ja, wenn wir safe spielen. Wenn wir ganz safe spielen. Ich habe das noch nicht mitbekommen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wurde jetzt eigentlich klar und deutlich gesagt, ob du gezwungen bist zu looten und leveln oder nicht. Haben die das jetzt klar und deutlich gesagt? Weil wenn die das machen, gehen sie leider genauso, also könnten sie genauso in die gleiche Falle tappen wie Marvel's Avengers. Weil das hat ja die meisten abgeturnt. Obwohl ich das Spiel, ich fand's gut so, es hätte aber viel krasser werden können, hätten sie das weggelassen. Oder optional gemacht. Wenn sie das hier genauso machen und danach sieht es leider aus, dann könnte das vielleicht so ein bisschen, den Spielspaß so ein bisschen runterdrücken. Auf der anderen Seite könnte es aber trotzdem Spaß machen, gerade wenn du so coole Story-Missionen hast. Ja, das ist halt so die Frage. Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Ich meine, du kannst looten und leveln, du musst es wahrscheinlich auch. Bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch spaßig, könnte cool sein. Aber wie gesagt, bei Marvel's Avengers gab es halt, wisst ihr ja selber, gab es halt hier und da wirklich Missionen, die du immer wieder machen musstest in ähnlichen Gebieten oder gleichen Gebieten. Und die waren so langweilig, weil die dich mäßig aufgehalten haben, weil du eigentlich nur die geilen Story-Missionen spielen wolltest. Wenn sie genau den gleichen Fehler machen, das wäre jetzt nicht so cool, wa? Fände ich jetzt nicht so cool.
Aber trotz allem könnten auch hier wirklich coole, geile Missionen dabei sein. Und das wird es bestimmt sein. Also ich denke mal, das wird schon Spaß machen. Ist halt nur die Frage, ob es gut wird oder richtig geil. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr einen ähnlichen Eindruck oder sagt ihr, nee, komm, ich bin sowieso raus bei dem lootenden Level. Habe ich gar keinen Bock. Oder seid ihr richtig krass? Nein, Alter, das muss dabei sein. Also wisst ihr, gerne mal eure Meinung in die Kommentare ballern. Nachwuchs Batmans lässt sich dabei auch noch weiter individualisieren und aufleveln. Rick and Morty-Miterfinder Justin Roiland schickt uns im Ego-Shooter High on Life auf Kopfgeldjagd. Wir sollen auf verschiedenen Planeten die übelsten Schergen einiger intergalaktischer Verbrechersyndikate dingfest machen und greifen dabei auf sprechende Waffen zurück. Ja, richtig gehört, sprechende Waffen. Das erinnert ein bisschen an eine Mischung aus Oddworld, Stranger's Wrath und Prey 2, das ja nie veröffentlicht wurde. Nur könnte das hier sogar noch verrückter werden. Das Level-Design soll übrigens gewisse Metroidvania-Elemente bieten, allerdings setzt High on Life nicht auf Open World, dafür suchen wir dann halt mehrere Alien-Welten. Zum Release am 25. Oktober gibt es das Spiel übrigens auch gleich im Game Pass für PC und Xbox-Konsolen. Ach ja, Freunde, ey, das war wirklich eins meiner Highlights zu der E3-Zeit. Ja, es war ja nicht offiziell dieses Jahr E3, aber das war ja eines der Spiele. Ich glaube, das wurde bei Microsoft so gezeigt. Habe ich mega Bock drauf. Ey, das sieht vom Humor, sieht es richtig geil aus. Wie du auch schon sagst, Oddworld Stranger Wrath. Hieß es so? Ja, doch, glaube ich schon. Da hattest du ja auch so lebendige Munition, Bienen, die du ballern konntest, oder irgendwie so kleine Knubbel, die irgendwie dir einen Arsch gebissen haben und so weiter. Ja, wie er schon sagt, das erinnert so ein bisschen daran, der Humor denn von Rick Morty-Machern, richtig geil. Und auch hier, Freunde, ey, direkt im Game Pass, stark, stark. Ey, wie gesagt, wenn ihr Game Pass gönnen wollt, dann, ihr wisst Bescheid. Weiter geht's. God of War. Also, das Spiel, das will doch niemand sehen. Ragnarok wird dieses Jahr für viele PlayStation-Spieler wohl zum definitiven Pflichtkauf. Einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers folgen hier Kratos und Atreus einer Prophezeiung, während ihnen die Götter Freya und Thor hinterherjagen. Vater und Sohn bereisen diesmal alle neuen Welten, die, wenn sich Sony Santa Monica treu bleibt, grafisch sehr opulent werden dürften. Der Trailer verspricht jedenfalls schon jede Menge Hingucker. Dass die Entwickler zudem wuchtige Kämpfe inszenieren können und ein Händchen für mythologische Erzählungen haben, steht ebenfalls außer Frage. God of War Ragnarok soll allerdings auch erstmal der Abschluss für Kratos' Ausflug in die nordische Götterwelt werden. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Einige Fans vermuten ja sogar, dass Kratos dieses Spiel hier gar nicht überleben wird. Ach ja, Freunde, das ist eine Sache, wenn das passiert, dann seht ihr mich richtig ausrasten, ohne Scheiße, oder hört ihr mich, besser gesagt, dann hört ihr mich richtig eskalieren, wenn die das machen, dann ist wirklich Ende im Gelände. Bei Joel, gut, war auch schon nicht so cool, wie sie es gemacht haben, ja, auf jeden Fall. Kratos ist ein anderes Level, der begleitet mich seit 2005. Wann kam der erste Teil? 2006 oder sowas? Auf der PlayStation 2, Alter? Wo ich meine Mutter überreden musste, ey, das wäre ganz cool, so. Ach, das ist Import-Version damals sogar. War nicht mal eine offizielle deutsche Version. Und seitdem ist Kratos einfach der übelste Mofo, ja? Damit ihr Bescheid wisst. Und wenn sie das machen, Alter, dann raste ich wirklich aus, Alter. Also wenn Kratos stirbt, ist God of War weg. Weil wie willst du denn God of War weiterführen ohne den Gott des Krieges, den einzig wahren, ja? Und ich hoffe, dass er noch ein bisschen brutaler jetzt zurückkommt, dass er ein bisschen härter wieder drauf ist wie in God of War 3. Weil wie gesagt, das sind so die ein, zwei Punkte, die mir gefehlt haben. Mehr Bossfights, auf jeden Fall, es muss mehr Bossfights geben, unbedingt im nächsten Teil. Und mehr Gegnervarianz. Und ich sag das immer wieder seit Jahren, das sind die zwei Punkte, die müssen auf jeden Fall besser gemacht werden. Ansonsten fällt mir eigentlich gar nichts ein. Ansonsten ist der Vorgänger ultra geil, ultra krass. Vor allem auch, wie das erzählt wird, wie das dargestellt wird. Die Story, die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn. Super, hat mir richtig gut gefallen. Mega geil, ein absoluter Blockbuster-Titel. Zu Recht. Aber die anderen beiden, das wäre schon so ein bisschen die Spitze. Vor allem, wenn es dann noch ein bisschen brutaler zur Sache geht. Wirklich, da müssen noch mal mehr Köpfe fliegen, mehr Köpfe eingestampft werden mit allen Mitteln. Das wäre, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, wenn Atreus irgendwie in Gefahr gerät und Kratos muss wirklich noch mal so, Junge, richtig zu lang, Alter. So richtig. Das wäre mein Träumchen. Weitergehen wird es auf jeden Fall. Es wird 100% weitergehen, irgendwie mit der Serie. Es gibt so ein richtig geiles Artwork. Vielleicht, wenn ich nichts vergesse, blende ich das vielleicht mal ein. Es gibt so ein richtig geiles Artwork, wo die beiden in Ägypten unterwegs sind. Boah, das wäre ein Traum.
Eines der größten Strategiespielpakete des Jahres erwartet uns im November mit Company of Heroes 3. Diesmal gibt's nämlich gleich zwei Story-Kampagnen. Mit den Alliierten erobern wir in einem ganz neuen Spielmodus, der mit seiner Weltkarte ein bisschen an Total War erinnert, nach und nach Italien, während wir in Afrika in einer klassischen Story-Kampagne diesmal auf Seiten der Deutschen unter dem Befehl von Wüstenfuchs Rommel kämpfen. Rein spielerisch bleibt aber, trotz einiger Detailverbesserungen wie einem erweiterten Pause-Modus, vieles beim Alten. Noch immer sind das Mikromanagement von kleinen Infanterietruppen und Fahrzeugen sehr wichtig und weniger der Bau von Basen und defensive Stellungskriege. Größte Neuerung ist deshalb wohl tatsächlich die rundenbasierte Oberweltkarte. Von hier aus starten wir neue Missionen, kappen Versorgungslinien des Feindes und bereiten Schlachten vor. Ja, auch das Spiel potenziell eigentlich ein interessanter Titel für mich persönlich. Ich habe mir den zweiten damals auch auf dem PC auf Steam gekauft, als er im Sale war. Aber das habe ich mit hunderten Spielen gemacht, aber nie so wirklich gespielt. Obwohl ich das sehr interessant fand. Das ist eigentlich ein Genre, das mag ich eigentlich ganz gerne. Früher habe ich auf jeden Fall sehr gerne Age of Empires gespielt oder Empire Earth, was ja irgendwie, damals war es mir gar nicht klar, aber heutzutage wird es ja, höre ich immer wieder, das soll gar nicht so geil gewesen sein. Das war mir damals so scheißegal. Ich habe das so oft, so viel gespielt am PC, Empire Earth. Immer wieder von null angefangen bis ins Atomzeitalter und so weiter. Also eigentlich potenziell ist schon ein Genre, was mich sehr interessiert, aber wie gesagt, auf YouTube, bei mir, na. Genauso wie hier, ja, Nintendo-Spiele, ja, einige fragen ja immer wieder, Nintendo, ja, ab und zu habe ich die letzten Jahre gemacht, ja, aber hat leider nie viel Liebe bekommen, zum Beispiel dieses Jahr die Kirby-Videos, keine Liebe, obwohl die Pokémon Arceus oder Azios oder was, wie auch immer das Spiel heißt, die waren gar nicht mal so schlecht, aber mir hat das Spiel nicht so gut gefallen. Keine Ahnung. Nach Pokémon Arceus kommt dieses Jahr sogar noch ein zweites neues Pokémon-Spiel raus und das auch, wie so oft in der Serie, gleich im Doppel. Oh mein Gott! Ich liebe Pokémon, wa? Obwohl ich die letzten Generationen eigentlich nicht gespielt habe. Aber Alter, es ist so traurig. Es ist so traurig, auch das, also Pokémon Arceus. Es ist so traurig, wie sie mit dieser Reihe umgehen, mit dieser Marke umgehen. Alter, wirklich, die sehen so hässlich aus, die Spiele, wa? Die sehen so hässlich aus. Es ist auch eine riesen Frechheit eigentlich. Die Spiele haben Besseres verdient in Sachen Technik, ey. Auf jeden Fall. Ich meine, Grafik ist nicht alles, aber du kannst nicht Pokémon Arceus 5 Jahre nach Zelda bringen und es sieht einfach schlecht aus. Das geht eigentlich, aus meiner Sicht geht es gar nicht klar, aber bei GameStar hat es, glaube ich, 90% bekommen oder sowas. Okay, alles klar. Und das auch, wie so oft in der Serie, gleich im Doppelpack. Nämlich Pokémon Karmesin und Purpur. Diesmal sind wieder klassische Pokémon-Tugenden wie Fangen, Kämpfen und Ordner sammeln angesagt. Die 9. Pokémon-Generation hat aber auch frische Ideen im Gepäck. Neben neuen Taschenmonstern verschreibt sich Karmesin und Purpur mehr dem Open-World-Konzept. Statt Zone für Zone, Ordner für Ordner abzuklappern, sollen wir deutlich freier entscheiden können, wohin die Reise geht. Auch sollen Fangzonen und Stadtgebiete nicht mehr so statisch voneinander getrennt sein. Ey, auch seit Jahren überlege ich immer wieder mal so ein Pokémon als Stream-Projekt. Hättet ihr Bock drauf, auf Twitch mit mir das gemeinsam durchzuzocken? Könnte man natürlich dann auch die Parts vielleicht hochladen oder sowas. Ist halt die Frage, ob das gut ankommt. Und die Frage ist auch, wann kommt das jetzt nochmal raus? Wann war das jetzt? Datum? Stand es da? Also kommt der im ähnlichen Zeitraum? Wann war das jetzt? Sorry, ich wollte nochmal zurück hier. Ach, das ist YouTube, du kannst nie, ach Gott, ich reg mich wirklich seit Jahren auf. Nach Pokémon Arceus kommt... Mal schauen. Freunde, mehr Kontrast geht nicht. Nach Pokémon einfach Callisto-Protokoll, mehr Kontrast geht einfach nicht. Boah, Junge, das Spiel, das wird ein Highlight. Dürstet es nach einem neuen Dead Space, ihr wollt aber nicht bis zum offiziellen Remake im nächsten Jahr warten, dann gibt es wohl keinen besseren Ersatz als The Callisto Protocol. Hinter dem Horrorspiel stecken nämlich viele ehemalige Dead Space-Entwickler, die sich hier auf ähnliche Gruselgrundpfeiler verlassen. Als Gefangener einer Strafkolonie werden wir Zeuge einer Art Alien-Invasion und müssen den grotesk verunstalteten Mithäftlingen fortan irgendwie entkommen. Die bisherigen Trailer lassen keinen Zweifel daran, dass der Fluchtversuch dabei äußerst blutig ausfallen wird und wir es mit allerhand abgetrennter Gliedmaßen zu tun bekommen. Ob das Entwicklerteam am Ende aber nur alte Dead Space-Ideen in den Fleischwolf geschmissen hat oder etwas ganz Eigenes Neues erschaffen hat, erfahren wir erst am 2. Dezember, wenn The Callisto Protocol für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen rauskommt. Ja, Freunde, das ist auch ein Spiel, auf das ich extremst warte. Ey, jetzt kam vor ein paar Tagen nochmal ein neues Gameplay in so kleinen Schnipseln. Wusste ich jetzt nicht, ob ich darauf reagieren soll. Das war irgendwie so ein Bericht bei Game Informer, glaube ich. Die neuen Gameplay-Einblicke, das sieht so geil aus. Optik ist unfassbar fett. Action ist fett, Blut ohne Ende. Ey, das könnte ein richtig geiler Titel werden, glaube ich. Ich hoffe es.
Die Night Dive Studios haben sich zwar gerade erst mit der Enhanced Edition von Blade Runner einen schmerzlichen Remaster-Fail geleistet, doch die Hoffnungen für das Remake des Immersive Sim-Klassikers System Shock sind weiterhin hoch. Die letzte Gameplay-Demo überzeugte auf jeden Fall sowohl bei der grafischen Umsetzung als auch beim Gameplay, denn obwohl die Entwickler dem 1994 veröffentlichten Original sehr treu bleiben, sorgt gerade die moderne First-Person-Steuerung für eine gewaltige Erleichterung. Nur beim Release-Termin gibt es leider noch keine guten Nachrichten. Zuletzt hieß es, die PC-Version sei eigentlich fertig und aktuell würde nur noch an den Konsolenfassungen gearbeitet werden. Hoffen wir mal, dass dem auch wirklich so ist und wir bald einen genauen Release-Termin für das Ende dieses Jahres bekommen. Zuletzt wurde ja auch von September gemunkelt. Ja, System Shock ist ja eigentlich der geistige Nachfolger so mäßig von Bioshock, aber ich habe es nicht gespielt bisher. Keine Ahnung, ob ich das mache. Irgendwie so 100% spricht mich das auch nicht so an. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, ich weiß es aber nicht. So, und jetzt wird's Zeit, das Tempo ein bisschen anzuziehen, denn in Trepang 2 warten spektakuläre und vor allem rasante Ballereien auf uns. Obwohl, so rasant geht es nicht immer zu. Auf Knopfdruck aktivieren wir nämlich einen Zeitlupenmodus, der an die 4-Shooter-Serie erinnert und in dem es Partikeleffekte regnet. Unsere Spielfigur kann sich zudem kurzzeitig unsichtbar machen, praktisch, wenn man in den Kämpfen hinter die clever agierenden KI-Gegner kommen will. Trepang 2 kommt zwar von einem kleinen Indie-Entwicklerteam, ist aber wegen seiner brachialen Action und dem hervorragenden Impact-Gefühl eine der großen Shooter-Hoffnungen im Herbst. Einen genauen Release-Termin gab es bislang aber leider noch nicht. Auf Steam könnt ihr euch aber jetzt schon eine Demo herunterladen. Okay, das sah echt ganz cool aus, irgendwie, fand ich. Mit Hogwarts Legacy geht's endlich wieder zurück in die namensgebende Zauberschule. Aber es geht auch zurück in der Zeit, denn das neue Open-World-Spiel führt uns ans Ende des 19. Jahrhunderts. Als neuer Schüler erkunden wir die vielen Geheimnisse Hogwarts viele Jahrzehnte vor den Büchern. Wir brauen Tränke, treffen Fabelwesen, pauken Zaubersprüche und erfahren dabei auch, warum die Kobolde einen Aufstand planen. Mit leichten RPG-Elementen wie einem Moralsystem, Levelstufen und NPC-Begleitern wollen die Entwickler unser Hogwarts-Erlebnis weiter vertiefen. Und natürlich gibt's auch abseits der Schule viele bekannte Orte zu besichtigen. Ach ja, Freunde. Auch ein Highlight, auch ein Most Wanted Game. Ich sage euch ganz ehrlich, soll ich ganz ehrlich sein, ich habe da ein bisschen das Gefühl, es könnte verschoben werden. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, es könnte verschoben werden auf nächstes Jahr. Weil das letzte Gameplay, letzte Trailer ist schon einige Monate her. War das nicht sogar im April oder März oder sowas? Oder die halten sich nochmal so ein bisschen bedeckt wegen, es kommt ja immer wieder der Skandal wegen Rowling auf, keine Ahnung. Ob das irgendwie ein Problem ist oder sowas für das Spiel als Release? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die letzten Wochen, Monate wurde es ein bisschen zu still. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es dieses Jahr rauskommt. Das ist auf jeden Fall ein Highlight-Game. Es könnte auch da, also wie gesagt, das ist der erste Punkt. Und das habe ich schon mal in einem der letzten Livestreams gesagt. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Spiel könnte entweder richtig geil werden, so richtig geil werden, alle Harry Potter-Fans abholen, oder es könnte floppen irgendwie so ein bisschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, entweder das eine oder das andere. Ich hoffe natürlich, dass es geil wird. Das Potenzial ist da, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß, ich habe so ein, ich will es eigentlich gar nicht haben, weil ich mich eigentlich freue darauf. Ja, Harry Potter ist mega geil. Hogwarts Legacy könnte ein cooles Game werden. Ich weiß nicht, ey, ach Gott, bitte nicht. Ey, ich habe da mega Bock drauf eigentlich. Geralt von Riva kehrt ebenfalls Ende des Jahres zurück, leider nicht mit einem ganz neuen Witcher-Spiel, dafür bekommt aber Teil 3 nochmal ein bisschen Liebe von CD Projekt. Für PC, PS5 und Xbox Series X und S erscheint eine Next-Gen-Version, die den Hexer nochmal in ganz neuem Licht erstrahlen lässt, also wortwörtlich. Denn dank Raytracing-Unterstützung sollen Geralt und seine Welt noch besser aussehen als jemals zuvor. Auch HDR-Support und schnellere Ladezeiten sind geplant. Neben dem Hauptspiel und allen DLCs soll es zudem noch ein paar kleinere Zusatzinhalte geben, die sich unter anderem auch an der Netflix-Serie orientieren. Das Upgrade gibt's übrigens für Besitzer des Spiels kostenlos. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, das nochmal durchzuspielen von der Zeit her. Aber irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Ja. Obwohl auch da muss man ehrlich sagen, alle die ganzen Mods, die es auf dem PC seit Jahren gibt, werden mir die empfohlen und dann gucke ich so mich ein bisschen weiter von Spiel zu Spiel. So Mod-Videos, wo Leute irgendwie so 100 plus Mods bei Skyrim reinballern oder ja, zum Beispiel auch bei Witcher. Und da gibt es so viele geile Mods, wo du das so krass auftunen kannst, die Optik, dass du eigentlich so ein Upgrade gar nicht brauchst. Das ist so krass eigentlich. Ja, aber da brauchst du natürlich erstmal einen dicken PC und ja. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber irgendwie Bock habe ich schon.
Ein Mann-Entwickler, Todd Darcy, beschreibt sein Weltraumstrategiespiel Falling Frontier bescheiden als revolutionäres Science-Fiction-RTS, das sich besonders an hartgesottene Taktikfans richtet. Dabei stehen besonders die Schlachten und der Aufbau von Versorgungslinien und deren Störung im Mittelpunkt. Denn im Kampf um ein prozedural generiertes Sonnensystem müssen wir auch auf Aufklärung und Logistik achten, statt nur eine einzige riesige Schiffsarmee zu kommandieren. Um einen starken Gegner zu schwächen, können wir Versorgungsrouten und Nachschubdepots überfallen und dank ballistischer Geschosse, die realistischere Gefechte simulieren, können auch kleinere, bewegliche Schiffe die ganz großen Kreuzer zerlegen. Nur wann wir das auch endlich mal selbst spielen können, ist die große Frage. Wir haben bei Todd extra nochmal nachgefragt und er plant den Early Access Start von Falling Frontier inklusive einer ersten Singleplayer-Kampagne aktuell für Ende 2022. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt oder ob das Projekt nochmal verschoben werden muss. Es wäre ja nicht das erste Mal. Ey, das ist krass. Das ist krass, oder? Das eine alleine, das macht heftig. Ist wahrscheinlich nichts für mich, weil ich nicht die Geduld habe oder sowas. Keine Ahnung, sah eigentlich ganz cool aus. Das ist schon hart, oder? Ist schon hart, dass einer alleine das so macht. Heftig. Respekt, ey. Über 30 Jahre nach Monkey Island 2 will Serienmiterfinder Ron Gilbert noch dieses Jahr die echte, wahre Fortsetzung des Adventure-Klassikers veröffentlichen. Und diese Ankündigung war natürlich eine große Überraschung. Schließlich gab es ja schon jede Menge Fortsetzungen des Point-and-Click-Spiels. Aber halt nicht die Fortsetzung, die sich Gilbert immer erträumt hatte. Für viele Diskussionen sorgte aber nicht nur die überraschende Ankündigung vom neuen Monkey Island 3, sondern auch der Grafikstil der Fortsetzung. Genau genommen gab es so viel Streit über den neuen Look, dass Ron Gilbert bis zum Release des Spiels eigentlich nicht mehr öffentlich über das Projekt sprechen will. Einen genauen Release-Termin hat er aber auch noch nicht verraten. So. Ja, was soll das? Also, ich muss sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe Monkey Island nie so wirklich gespielt. Ja, das war ja früher auf jeden Fall so ein PC-Ding und ich war früher eigentlich nicht ein PC-Zocker großartig, außer wie gesagt Age of Empires, aber so Point-and-Click eigentlich nie so. Eigentlich nicht. Aber ich kann auch verstehen, dass die Leute nicht zufrieden sind mit dem Grafikstil so, ja, gerade so die Oldschool-Fans, kann ich 100% verstehen, wenn den Leuten das einfach nicht gefällt, aber dass die Leute da immer loslegen, einige bescheuerte Leute und dann losziehen und den Morddrohungen machen und attackieren und beleidigen, also was ist los mit den Leuten? Was ist los? Es ist wirklich, also das ist einfach, das sowas ist einfach Abschauen. Ich verstehe das nicht. Also du kannst ja scheiße finden und kannst ja auch sagen, dass du es scheiße findest, ja, vollkommen in Ordnung, aber die Leute zu beleidigen, ich verstehe es nicht, Verstehe sowas. Ich verstehe so ein Verhalten nicht. Wie kann man so armselig sein? So, und das war ein Blick auf die Spielehoffnungsträger für die nächsten Monate bis Weihnachten. Titel wie Avatar, Frontiers of Pandora oder Crimson Desert haben wir hier jetzt noch nicht mit aufgenommen, weil immer noch so unklar ist, ob die überhaupt noch dieses Jahr rauskommen werden. Avatar ist ja zum Beispiel schon seit einer gefühlten Ewigkeit in der Versenkung verschwunden, auch wenn das neue Open-World-Spiel vielleicht im September von Ubisoft bei einem Preview-Event, der auch schon angekündigt ist, endlich nochmal richtig vorgestellt wird. Und eine Veröffentlichung zum Kinostart Ende des Jahres würde ja auch passen, aber wir wissen es halt noch nicht genau. Naja, mal schauen. Ihr könnt uns ja jetzt erstmal schreiben, auf welche Spiele ihr euch in den nächsten Monaten besonders freut. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass möglichst viele dieser Spiele auch wirklich gut werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Ja, cool. Ja, einige Spiele fehlen da. Avatar wurde ja schon bestätigt jetzt. Das wurde verschoben. Habe ich ja schon meine Meinung gesagt in einem extra Video. Crimson Desert geistert ja auch schon seit Jahren in der Welt herum. Ist es nicht aber für nächstes Jahr? Genauso wie Black Myth Wukong und so weiter? Keine Ahnung. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Ja, einige Spiele fehlen. Final Fantasy ist zum Beispiel, Crisis Core fehlt. Mario vs. Rabbids fehlt auch zum Beispiel. Ist auch ein cooles Game. Guck dir das an. Du kannst einfach nicht zurückschwimmen. Das ist einfach, das ist 2022. Du kannst einfach nicht zurückschwimmen, ohne dass sich das immer aufhängt komplett. Ach ja, ist ein bisschen länger geworden. Ein bisschen mehr gequatscht bei den Highlight Games. Ja, meine absoluten Most Wanted sind auf jeden Fall God of War. Ganz, ganz klar. Callisto. Und wenn es wirklich kommt, Hogwarts auf jeden Fall. Hogwarts Legacy. Gotham Knights habe ich auch Bock. Ja, es sind einige Spiele, auf die ich noch Bock habe. Evil West zum Beispiel ist auch nicht dabei. Da habe ich auch Bock. Da habe ich ja schon zwei Reactions gemacht. Die kamen auch sehr gut bei euch an. Ich denke, da habt ihr auch bestimmt auch Bock, dass wir da ein Let's Play machen, oder? Das wird nice. Last of Us Remake auch Bock. Ach, keine Ahnung, Mann. Die kommen einige. Wenn die wirklich noch dieses Jahr kommen, dann könnte es auf jeden Fall noch ein cooles zweites Halbjahr werden. Wir werden auf jeden Fall einiges an Spaß haben, denke ich. Und ja, das war's. Gerne eure Meinung in die Kommentare ballern. Jetzt hier fast 40 Minuten gelabert. Ah ja, egal, scheiß auf. Warum nicht? Kommt auf den Sonntag raus, Freunde. Genießt es bei der Hitze. Und ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Haut rein. Tschüss.